Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Video lustige Webseiten. Falls ihr euch nicht dran erinnert, solltet ihr euch das definitiv anschauen, aber erst nach diesem Video. Ich verlinke es da direkt. Jedenfalls bin ich da auf einer Seite gelandet namens drawastickman.com. Auf dieser Seite befinden wir uns auch jetzt und hab da mal so nachgefragt, ob ich das nicht vielleicht in einem externen Extra-Video nochmal aufnehmen soll, und genau das werden wir heute tun. Ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll wäre, mit Original Epic anzufangen oder mit Episode 1 und 2, aber einfach weil es nach links und rechts geht, fange ich jetzt erstmal mit Episode 1 an und dann gucke ich mal, wie es denn weitergeht oder wie lange das geht oder sonst was. Ich habe schon drauf gedrückt. Es ist schon vorbei. Draw a Stickman. Das ist eben das Interessante, was hier in diesem kleinen Flash-Game dann höchstwahrscheinlich passieren wird, dass man seinen Charakter selbst zeichnet im Browser und dann damit spielt. Das heißt, ich muss mir jetzt Mühe geben, etwas besonders Hässliches zu zeichnen. Das sind die Augen. Mit der Maus ist natürlich immer super. Ja, das sind, ja. Könnten aktuell auch zwei andere Dinger sein, aber das sind zwei Augen. Dann hat er eine Nase. Aber eher so eine etwas leicht hakenartige Nase. Und dann hat er einen Mund. Sein Mund ist durchgehend so ein bisschen unimpressed. Egal gegen was mein Stickman kämpfen muss, er ist relaxed, weißt du, er lässt sich da nicht so leicht von. Deswegen hebt er hier auch so leicht eine Augenbraue an. Dann braucht er noch Haare. Die Haare machen wir ganz einfach. Er kriegt so eine ganz fette Wuschelperücke. So ein bisschen so eine Omi-Frisur. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch vorstellen, dass das eine Omi ist. Ist gar kein Problem. So, jetzt das Gesicht. Darf natürlich nicht. Er kriegt ein mächtiges Kinn. Okay? Er kriegt ein mächtiges Kinn hier hin. Das ist super. Es ist ein bisschen ungewohnt, tatsächlich für mich. Kleiner Funfact an der Stelle, weil ich schreibe mit links. Ich bin eigentlich Linkshänder, wobei nicht so wirklich, denn viele andere Dinge, die mache ich mit rechts. Also ich bin da so beidseitig veranlagt. Die Maus benutze ich ganz normal. Ich benutze auch die Schere lustigerweise mit rechts, aber schreiben und malen und zeichnen komischerweise immer mit links. Und deswegen ist das jetzt so ein bisschen ein Konflikt, weil ich die Maus mit rechts benutze, aber normalerweise zeichnen und malen mit links. Ich begebe mich hier in sehr konfliktreiches Terrain für euch. Ich weiß gar nicht, ob das so detailreich sein darf oder ob das schon zu viel ist, denn ich mache mir auch noch so eine Krawatte hin. Er kriegt nur am Ende sehr kurze Beine. Ich muss jetzt so ein bisschen gucken, dass ich hier den Körper noch halbwegs proportional hinbekomme. Zumindest die Beine lasse ich klassisch im Stickman-Style. Ich hätte jetzt hier auch eine Hose malen können, aber zumindest die Beine. Eigentlich sieht es doch ganz gut aus. Also dafür, dass ich das hier mit der Maus gemalt habe, dann wird er jetzt animiert. Ist das verrückt? Er kann sich bewegen. It's alive! A box. Und da ist eine Box. Aber ist sie verschlossen oder nicht, mein lieber Stickman? Can you draw a key in my hand? Ist das cool. Das ist richtig nice gemacht. Einen Schlüssel möchte er. Hier hast du einen Schlüssel. Er pirscht sich langsam ran. In der Box befindet sich eine weitere Box und zwei Buchstaben. R und E. Another box, but how do I get it? Aber ich finde das cool, wie das einfach nur durch so einfache, also es wird eigentlich nur, das Bild wird ja nicht wirklich animiert, also die Arme oder irgendwie sowas, das hätte ich mich auch gewundert, weil das hätte man genauer irgendwie dann einteilen müssen in der Zeichnung. Aber es wird halt so, die Perspektive so ein bisschen verändert. Deswegen sieht das aus, als würde er sich bewegen. I know, draw a balloon in my hand. Gar kein Problem. Bam, 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 bam. Und hier hast du deinen dicken, fetten Balloon. Das wollte ich nicht so machen. Das sollte... Irgendwas hat hier nicht funktioniert, aber es ist... Oh. Hier, da war die Schrift im Weg. Ich hätte gerne einen Ballon gemalt. That's not a balloon. It's like a weird looking egg. Das ist gar nichts, das sind einfach nur irgendwelche Bestandteile. Und darin, es fehlen echt Sounds. Warum, also das finde ich ein bisschen schade. Es fehlen echt Sounds. Ich werde natürlich nachher am Ende ein bisschen Musik drunter legen, ansonsten wirkt das alles ein bisschen zu trist. Also jetzt braucht er hier ein Schwert. Ich mache ihm so ein richtig fettes Schwert. So ein Final Fantasy 7 Cloud Strife Schwert. So ein Schwert, das größer ist als der Drache selbst. So, hier, warte mal, mein Freund. Warte mal ab. Das wird eine Klinge. Die ein bisschen krumm ist. Es wird ein bisschen krummes Säbel. Aber das ist schon in Ordnung. Ist wirklich, also, man hätte es schöner. Mach das nochmal weg hier. Ich mach das nochmal von vorne. Ich muss ein bisschen
gerader bleiben mit der ganzen Geschichte. Das ist jetzt zwar nicht deutlich größer als der Drache, aber sieht zumindest, es wird immer ein bisschen krumm. Ich habe hier keinen, ich kann auch irgendwie versuchen, ein Lineal anzulegen, aber das funktioniert nicht, wenn man mit der Maus zeichnet. Dann! Gib ihm! Mach ihn fertig! Und du könntest ruhig ein bisschen schneller laufen, wenn der andere ist und nicht hier so langsam hin und her wackeln. Aber gut, ich darf nicht vergessen, es ist vielleicht in den Gedanken mancher von euch eine Omi. Eine Omi mit einem riesigen Schwert, einer Krawatte und einem Kinn. Wie Arnie Schwarzenegger. Jetzt ist er gestorben, der Drache. Er hat sich selbst umgebracht eigentlich. Now what are we going to do about all this fire? I know, draw a rain cloud over the fire, above the fire. Ich fände es schöner, wenn ich so ein bisschen noch selbst rum experimentieren könnte. Also eigentlich ist das Spielen wirklich nur die Zeichnung, aber man muss keine wirklichen Rätsel lösen. Ich mache jetzt hier schön so eine dicke, fette rain cloud. Ich habe die Tropfen schon selbst hingemalt. Jetzt übernimmt das das Spiel hier für mich. Gibt's jetzt die große Flut? Arche Noah incoming. Schwimmflügel? Soll ich dir Schwimmflügel zeichnen? Was willst du von mir? Komm schon, erzähl's mir! Wird immer wieder Buchstaben von neuem rauskommen. Jetzt kommen erstmal Haie. Quick, draw drain at the bottom of the page. Ein Drain, also ein Abfluss, damit das hier alles schön abgelassen wird. Be creative. Every day. Die erste Episode von Draw a Stickman ist vorbei. Und ihr wisst natürlich auch wie immer, was zu tun ist. Wenn ihr die zweite Episode gerne sehen möchtet auf dem Kanal, dann könnt ihr mir das gerne mitteilen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Ciao, tschüdelü und reingehauen.